Frühling, es geht los! Der Anfang von allem. Da, auf der Comic-Con und damit sind auch alle. Ayuta bin Cha, Alicia, da hinten ist Maren, da hinten ist die Halle und ich freue mich einfach total, weil es ist genauso groß wie letztes Mal und ich freue mich wirklich einfach mal durchzugehen und eben gucken, was es hier so alles gibt. Der einzige Unterschied, nee, es gibt zwei Unterschiede. Dieses Jahr sind wir nämlich eingeladen worden von der Comic Con, also vielen Dank dafür. Und wir kriegen eine Autogrammstunde. Das ist von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und ich bin sehr gespannt, ob überhaupt jemand kommt. Aber ich freue mich sehr, weil ich glaube schon ein paar Leute auf Twitter gesehen, die kommen wollen. Und der zweite große Unterschied ist, es war Vicky dabei. Nicht Ronja. Zwei Minuten auf der Comic Con, das ist schon super warm und ich habe meine Jacke ausgezogen. Das sind Bäume, die du in Wasser stellst und dann haben die so Blüten. Das sieht voll schön aus. Cool. Das habe ich schon auf Instagram ganz oft gesehen. Die sind so mega geheilt. Der Pinke. Was soll ich doch mal sehen? Caro als Transformer, oder? Das sieht voll schön aus mit den Lichtern jetzt im Hintergrund. Mach mal irgendwas Comic-Con-mäßiges. Wie groß sind die? Die sind groß. Aber Babys? Crazy. Ich fühle mich nach Amerika zurückversetzt. Diese Damen da hinten machen übrigens auch Vlogs. Caro, was machst du da? Ich pack Ozzy aus. Ozzy wer? Ozzy Osmo. Ozzy Osmo. Ich bin gerade eine Sekunde zu spät gewesen, aber da war so eine Gang, die so Lexa und Clark und so alle gespielt haben. Das ist immer super cool und ich zeig's euch dann morgen. Es ist so flauschig! Es ist so flauschig! Dankeschön nochmal, wenn du das siehst. Und dann gehen wir nach vorne nochmal und gucken mal bei diesem Hipster Fangirl Fashion. Weil wer sich an meinen letzten Vlog letztes Jahr erinnert, der weiß, dass ich da so diese
voll mochte. Und seitdem hatten wir so ein bisschen Kontakt und ich gucke jetzt einfach mal, ob die da sind. Aber die haben so einen Workshop, also ich guck mal, ob ich da auch dann was filmen kann. Und ja, jetzt gucken wir gerade noch nach dem Stand. Morgen zu Tag Nummer 2 auf der Comic Con. Yeah, und wir beeilen uns, denn wir wollten ja gestern schon zu Ricky zu dem Panel und wir haben es so like, voll verpasst, weil wir uns da anstellen mussten. Und heute, wir dachten, es ist wieder um 11:45 und wir gucken auf den Plan und es ist einfach schon um 11. Also jetzt, so in einer Minute. Und deswegen rennen wir jetzt ganz schnell dahin. Da wird bestimmt wieder eine lange Schlange sein, aber ich hoffe, dass wir zumindest irgendwann zwischendurch so reinkommen. Das wäre cool, weil ich wollte unbedingt zu seinem Panel. Friends, this is our day, like. Da steht niemand. Gestern war hier alles voll und heute nicht. Bitte lass uns da rein. Wir sind drin. Wir sind zum ersten Mal im Panel. Hier darf ich leider nicht filmen, aber ich mache das. Aber du darfst trotzdem. Nein. Hallo? Jetzt gerade? Okay, ja, aber jetzt ist ja, ja noch keiner hier rein. My face. Das ist einmal anfangen. Cool. Wir haben jetzt 12:30. Panel ist vorbei. Es war richtig, richtig lustig. Ich habe mich so gefreut, ihn jetzt auch mal gesehen zu haben. Ich habe ja ein paar Bilder eingeblendet. Und ich habe jetzt auch schon zu euch Zuschauer gesprochen. Und das ist richtig cool. Und um 13.30 Uhr haben wir dann noch unser Meetup. Und ich habe ja eben ein bisschen was gefilmt. Also wir haben jetzt heute auch Plakate, was sehr cool ist. Vic hat ein bisschen... Cosplay ja auch als Gras. Und ja, wir haben auch Char und Alicia wieder heute hier. Und Maren kommt auch gleich. Wir haben diese Dinger gekauft, die ich unbedingt haben wollte. Und wir drehen jetzt auch ein kleines Lookbook, was wir so an der Comic-Con getragen haben. Weil das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, so mal ein bisschen zu zeigen, was man so auf einer Convention trägt. Weil ja super viele von euch auch noch nie auf Conventions waren. Das habe ich bei meinem letzten Video gesehen. Oder vorletzten Video. Ja, deswegen. So, wir haben jetzt noch einen weiteren Teil des Lookbooks gedreht mit Cha und Alicia und das ist richtig süß geworden und ich freue mich richtig drauf, das zu schneiden. Und das, wie gesagt, findet ihr auch auf meinem Kanal dann. Ja, und jetzt gehen wir gleich erstmal zur Autogrammstunde bzw. zum Meetup. Babies, everything. Have it all. Thank you. Have it all. Oh my God.
Ich will mir unbedingt die Aufnahmen angucken. Das ist so cool. Auch vielen Dank, Comic-Con, dass ihr das so ermöglicht habt, dass wir da mitfilmen dürfen. Ich bin very aufgeregt. Was hier jetzt für Karo? Was steht da? Nein! Ich kann nicht visualisieren, was hier steht. Ach, Big Love, oder was steht da? Ich habe ja eben schon in dem Vlog noch gesagt, dass ich letztes Jahr Instagram Girl Fashion so richtig gut fand. Und dort sind sie die coolen. Und ja, also wie gesagt, ihr müsst sie auf jeden Fall auschecken. Ich habe sie ja schon mal in einem Video erwähnt, also auf jeden Fall mal bei denen vorbeischauen, bei den Ladies. Ja, hattet ihr auch immer. Und das war richtig cool, die Mädels jetzt noch mal gesehen zu haben. Und das Licht wird jetzt sehr gelb. Und ja, wir werden jetzt so langsam wieder nach Hause fahren. Es war ein sehr cooles Wochenende. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und nochmal Ricky zu treffen und so. Das war richtig cool. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich werde dann noch das Lookbook hochladen und mit der Maren habe ich auch noch was gedreht, was ganz cool ist und lustig. Also guckt auf jeden Fall mal bei den nächsten Videos vorbei und auch bei diesen ganzen Leuten hier. Da zum Beispiel, ich verlinke alles in die Infobox. Char ist jetzt gerade nicht mehr da, aber ich verlinke alle in die Infobox. Goodbye!